Sie dürfen sich in ihre Häuser begeben und sie werden alle gebeten, wegen der Umweltsituation wieder zurückzukehren in die Quartiere, in denen sie sich aufgehalten haben. Bad Schandau im Elbsandsteingebirge. Opfer der großen Flut kehren für Stunden heim. Das Regentief heißt Ilse. Aus Italien kommend stößt es mit schweren Nordseewolken über Sachsen zusammen. Wir sind heute mit dem Sachsenspiegel live in Schneeberg. Auf der Fahrt hierher hat es unaufhörlich geregnet, wie fast überall in Sachsen. Mancher Orten gießt es auf einen Schlag hunderte Liter pro Quadratmeter. Im Erzgebirge drohen die Talsperren zu brechen. In Glashütte, da ist es noch weitaus schlimmer, denn der Damm des Regenrückhaltebeckens ist gebrochen. Sie wälzt sich durch den Ort ins Tal, mitten durch das Zentrum. Es gibt erste Tote. Aber in Schneeberg hält das Wehr. Davongekommen. Wir wurden ins Nachbarhaus verwiesen worden. Dort saßen wir auf die Stufen etliche Stunden. Wir hatten nichts zu essen, wir hatten nichts zu trinken. Die Stunden des Jahrhundertregens und der Versicherungsvertreter. Ich hoffe nur, dass alle Bürger von Schneeberg und Umgebung, die an einem Wasserlauf, an einem Bach zum Beispiel wohnen, an einem Teich, dass sie gegen Elementarschäden versichert sind. Bei den Gebäuden schätze ich mal, dass das wohl kaum 10% sind. Im von der Elbe bedrohten Dresden ahnt der Ministerpräsident die Krise höchstens. Die Befolgung ist, soweit ich das bisher sehe, nicht konkret gefährdet, aber natürlich ein Hochwasser führt zu Schäden. Überschwemmungen zum Beispiel in Gewerbebetrieben führen zu Produktionsausfall. Meine Damen und Herren, ich höre gerade mit unserer Wetterberichterstattung, das hat nicht so geklappt, aber schönen Gruß von Donald Becker. In den nächsten Stunden entspannt sich hier nicht viel, es wird also weiter regnen. Es gab einen Knall. Meine Leute, die waren gerade aus der Stadt gekommen. 2 Sekunden später ging die Sintflut los, ging hier rein und das knallte alles herein. Container kamen geflogen, Autos dort wegschieben. Glashütte am Tag danach. Die Priesnitz und Möglitz haben das Gesicht des Ortes zerschlagen. Die Stadt war vollkommen überflutet. Was sich dort abgespielt hat, das kann man sich nicht vorstellen. So etwas habe ich noch nie erlebt gehabt, wie das hier ist. Wir haben ja nicht mehr Strom, nicht mehr kein Gas, kein Strom, kein Telefon, gar nicht mehr hier hinten. Allmählich wird klar, Sachsen erlebt eine Hochwasserkatastrophe, wie es sie seit Menschengedenken nicht gegeben hat. Das mittelsächsische Grimma, Land unter. Die Mulde, ein mahlender Strom. Etwas vorstellen kann man sich das Ausmaß dieser Katastrophe, wenn man mal diese Häuserzeile betrachtet. Eigentlich gibt es dort die Grimmaer Stadtmauer, von der ist gar nichts mehr zu sehen. 25 Kilometer nordwestlich, die Tränen von Eilenburg. Sie haben Angst um Ihre Katzen. Aber sie sind vor dem Damm. Sie werden schon hochkommen. Evakuierungen laufen in Eilenburg, Flöha und anderswo. Zehntausende sind betroffen. Mancher verweigert sich dem Faktischen. Wer nicht vernünftig ist, der wird dem am Endeffekt die Konsequenz selber ziehen müssen. Aber Ihnen sind da die Hände gebunden, Sie können nur bitten. Wir können bitten bloß. Mhm. Höflich, dass Sie den Ort verlassen. Als das Geschäft vollgelaufen war und das kleine Haus anfing zu wackeln, haben wir gesagt, aufs Dach und winken. Und es hat geklappt.
Aue, mittlerer Erzgebirgskreis. Die Talsperren laufen über. Eine zweite Flutwelle wird erwartet. Wenn ich jetzt Auto sage, komme ich nicht helfen, nicht wieder runter. Die helfen Ihnen doch. Na, trotzdem, schaffe ich nicht. Was will ich denn hier auf dem Berg? Muss ich ja hier ums Haus kümmern. Die Nacht der Ungewissheit, dann die Erkenntnis, eine neuerliche Flut bleibt aus. Der Muldepegel sinkt. Die Talsperren in Malta und Klingenberg geben das Fünffache der üblichen Wassermenge ab. Durch Freital stürzt das Verhängnis mit Namen Weißeritz. Freitaler Klinikpatienten werden nach Leipzig transportiert. Eins, zwei, drei, rüber. Durch meine Erkrankung hat man mir Abführmittel gegeben. Und gerade in dem Moment, wo das abführt, da musste das Krankenhaus geräumt werden. Glücklich, wen der Flug mit einer Transall der Bundeswehr entschädigt. Der Flug war einzig, wir sind noch gar nicht geflogen. Und auch für meine Frau, die im Moment nicht sprechen kann durch den Schlaganfall, die war selber begeistert, obwohl sie nie in ein Flugzeug wollte. Spaß versteht die Weißeritz nicht. Durchbricht nach Freital den Dresdner Hauptbahnhof. Nur ein Vorspiel zum Kommenden. Und immer wieder werden wir Augenzeugen von dramatischen Rettungsaktionen. Dieser junge Mann zum Beispiel konnte sich gerade so aus seinem Auto retten. Anwohner versuchen verzweifelt, ihn mit einem Laken aus den Fluten zu ziehen. 15 Minuten ohne Erfolg. Die Kräfte ließen langsam nach. Glücklicherweise aber kamen schließlich die Rettungskräfte und konnten den Mann bergen. Kipsdorf, Osterzgebirge. Rette sich, wer kann. Der Damm der Galgenteiche sei gebrochen. Ein Gerücht, wie sich herausstellt. Die Teiche ruhen. Lieber immer mehr gerannt wie schlecht geschwommen. Ja, ja, da müssen wir zustehen. An alle, es war eine Fehlinformation. Ich gebe Entwarnung, ihr könnt wieder ins Tal runterkommen. Der Ort an der B170 ist durchpflügt und von der Außenwelt abgeschnitten. Wir sind da hochgerannt. Und haben nach unseren Kindern geschrien, weil die schon wieder am Haus waren. Unten, ne? Aber die waren Gott sei Dank schon wieder oben. Durch die vielen Helfer hat die Gemeinde Kipsdorf jetzt auf jeden Fall wieder eine Verbindung zur Außenwelt. Über diese Straße kommt man über Forstwege ins nahegelegene Altenberg. Trinkwasser gibt es nun aus Tanks der Feuerwehr. Sauberes Trinkwasser von der Truppe in Meißen verteilt. Vorübergehend fällt der Elbepegel. Ein Aufräumen zwischendurch. Erste Plünderungen werden publik. Die Polizei hat hier Leute rausgeholt und meine Nachbarn haben das ebenfalls gesehen. Ich habe selbst das heute Mittag erfahren. Das war für mich eigentlich mit einer der größten Schocks in so einer Situation, anstatt Hilfe zu leisten, noch anderen weiteren Schaden zuzufügen. Niveaulos. Mit der wieder zunehmenden Elbe, hier Bad Schandau, Sächsische Schweiz, erhöht sich die Zahl der Hamsterkäufe. Deutlich mehr, also ich würde sagen, 10-fache. Man muss vorsorgen, ne? Wir haben gestern Nacht alles rausgeräumt und die Apotheke ist jetzt leer. Wir können noch Notverkäufe machen, ansonsten hoffen wir, dass das Wasser nicht kommt, aber es wird auch uns erwischen. Die zweite Flutwelle droht. Für Bad Schandau ist ein Scheitel von 9,50 Meter prognostiziert. Ein Herr Riedel fällt noch mal vorne. Jawohl, Ihre Frau wartet schon. Vom Süden in den Norden Sachsens. Dörfer bei Bad Düben. Die Mulde hat 17.000 Menschen vertrieben. In Eilenburg wird weiter evakuiert. Eine erwachsene Person, dritte Etage. Straße 10, ein Säugling und eine Person. In dem Haus wohnen jetzt hier noch 4 Parteien und hier noch eine Partei. Und hier in dem Haus wohnen noch 2 alte Damen, die auch gesagt haben, wir bleiben hier, was soll's. Wir haben uns eingerichtet mit Kerzen und. Bundesgrenzschutz, Technisches Hilfswerk und Rotes Kreuz retten, wer nach Rettung verlangt. Landesvater Milbrat und Kanzler Schröder in Grimma. Sie werden von einer nationalen Tragödie sprechen.
ich dort reingehe, da könnte ich heulen. Das mache ich heute Abend, wenn ich alleine bin. Ich habe noch 13 Jahre bis zur Rente, ich fange wieder ein. Ja. Kanzler, Kohle und Kritik. Es fehlte schwere Technik. Und dann wollte ich eine Spürpanzer oder was, wo wir dann die Leute rausholen konnten. Das verstehe ich nicht ganz, warum das nicht funktioniert hat. Das hätte ein bisschen schneller gehen. Schneller. Wissen Sie, Wahnsinn, alte Kredite, neue Kredite? Nein, es geht nicht um Kredite, es geht um direkte Hilfe. Das wäre wunderbar, das wäre das Einzige, das ist ja ganz fantastisch. Denn meistens haben Sie noch Kredite auf dem Haus, die nur abgezahlt werden muss. Insofern braucht es da schon Cash. Geld, das ein weiterer Ort wenigstens so nötig hat wie Eilenburg oder Grimma. Dieser Ort heißt Döbeln. Wo soll denn das Geld herkommen? Denn wir können doch alles wegschmeißen, die Ladeneinrichtung, die Computer, alles. Dem Computer ist alles gespeichert, das ist doch alles, alles ist weg. Wenn ich hier wieder anfange, muss ich mehr investieren als vor 12 Jahren. Das ist schlimm. Ungebremst begrub die Mulde die Existenzgrundlage einer Stadt. Schlamm statt zart blühender Landschaften. In 2 Stunden war das Wasser 1,65 fast hoch. So kam, dass es selber was gebracht hat, den Haufen. Eindrücke von der Schlammschlacht zu Aue. Jeder hilft jedem und sich selbst. Dann hier mit ran, einfach verteilen auf der Straße und mithelfen. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Jetzt. Bilder vom Anfang des Jahrhunderts, die noch unsere Kindeskinder kennen werden. Am Ende werden es zwischen 10 und 20 Tote sein. Die Elbe im Dresdner Zwinger mit seinen Kunstschätzen. Ein Minister sagt Dank. Polizisten, Feuerwehrleute, die 100, die hier im Wasser watend diese 4000 Bilder nach oben getragen haben, die haben sich wirklich um die sächsische Kultur verdient gemacht. Ich kann mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn diese Bilder schlicht unten im Depot jetzt auf dem Wasser schwimmen würden. Rettung auf Zeit. Elektrizität und damit die Klimaanlage sind für Rubens und Rembrandt ausgefallen. Die Luftfeuchte nagt am Weltkulturerbe. In der Semperoper spielt eine Wassermusik der bedrückenden Art. 8 Meter tief stehen Lager und Technikräume in der braunen Brühe. Ja, hier hinter dieser Tür ist der Raum der Instrumente. Also unsere Konzertflügel stehen dort drin, die laufen. Sand gegen die Sintflut. Freiwillige aus der ganzen Stadt helfen den erschöpften Rettungskräften. Hat man wenigstens so ein bisschen das Gefühl, dass man was Sinnvolles tut. Wir haben schon seit Vormittag keinen Strom mehr und Lust. Und jemand da im Finstern zu Hause sitzt, da dachte ich, oh, hier sind die Gewissen mit dir. Aber ich sag mal, dass das ein bisschen organisierter vonstatten geht. Das ist eben nicht der Fall. Das Wasser ist noch nicht oben, aber wenn es hochkommt, ne? Ich habe keine Hausratversicherung zurzeit, ich würde alles einbüßen. Und das Wasser wird steigen. Pirna bei Nacht. Die Elbe transportiert das 50-fache der normalen Wassermenge. Alles in Ordnung. Möchten Sie evakuiert werden? Nee, mir geht's doch gut. Haben Sie genügend Lebensmittel? Ich hab genug da. Ja, Ihnen geht's wirklich gut? Wir haben genug Wasser, ich hab genug Brot. Sie möchten wirklich nicht evakuiert werden? Nein. Von Děčín und Ústí drücken die Fluten. Auch Tschechien erleidet einen schlimmen Sommer. Amok-treibende Elbkähne werden von tschechischen Experten gesprengt. Die Boote könnten Brücken rammen.
Das Chemiewerk Spolana im Böhmischen. Lager für 250.000 Tonnen Quecksilber. Was nimmt der große Fluss mit? Längst stinkt er zum Himmel. Die Vorbereitungen sind jetzt abgeschlossen und wir packen nur noch die restlichen Sachen und ziehen hoch zum Sohn, zur Schwiegertochter, nach Seestadt. Steigt das Wasser wie hier in Meißen, hebt die Verzweiflung an. Geht es, kommen praktische Sorgen. Es muss gehen, Kaltnahrung. Es ist auch mit den Einkäufen schlecht. Es gibt in der Gegend kaum noch Brot. Ein Bäckerladen hat jetzt hier vorne mobil aufgemacht. Kein Wasser, kein Licht, kein Gas. Seit 3:30 haben wir unentwegt von 4 verschiedenen Stellen aus angerufen. Und immer haben wir bloß, es wird dran gearbeitet. Wir haben keine Hubschrauber, die sind unterwegs. Die fliegen erst, wenn es hell ist. Um 5 wird es hell, es ist kein Hubschrauber gekommen. Als die Piloten über Wesenstein kreisen, sehen sie wüstes Land. Das einst romantische Müglitztal scheint unbewohnbar. Wir konnten nicht helfen, man hat da gestanden und konnte nicht helfen. Und dann haben die auf dem Dach gelegen, bloß mit einer Decke zugedeckt. Das hat ja geregnet in Strömen. Und wir haben angerufen, dann riss es das Vorhaus hier weg. Dort haben wir geschrien. Dieser Mann und seine Familie retteten sich auf eine Mauer. Sie ist der Rest seines Hauses. Sie allein hielt stand. Dass die das überlebt haben, dass die Mauer gestehen geblieben ist, hätte ich nie gedacht. Das kann nicht sein. Das ist ein Wunder. Das ganze Haus kracht zusammen und nur die Mauer steht. Das kann gar nicht sein. Wir haben hier seit heute Mittag ein Notkrankenhaus eingerichtet mit 140 Betten. Das entspricht der Kapazität eines kleinen Krankenhauses der Grund- und Regelversorgung. Ein Terminal im Flughafen Dresden-Klotzsche. Reguläre Kranken- und Altenheime der Stadt werden geräumt. Die Schalterhalle als Intensivstation. Sie hat Herzschmerz. Einige Patienten werden bis nach Berlin gefahren. So die Frühchen der Flutkatastrophe. Auch die künstlich beatmeten Kinder sind stabil. Wir sind sehr zufrieden. Wir freuen uns über unsere im kleinen sächsischen Urlauber und hoffen, dass es ihren Familien auch gut geht. Der Fleckengrödel bei Riesa. Eine Handvoll Einwohner harren aus. Was nicht sein darf, kann nicht sein. 11 Meter Sodium kommt auf 20 Kilometer Breite. Das ist alles gut, aber das kann man doch nicht ernst nehmen. Lamentieren über liegenbleibende Malerarbeiten. Eine Decke haben sie gestern gemacht, es geht nie weiter. Wir kriegen keine Tapeten rein von Dresden. Ist alles überschwemmt. Hier alles leer. Christian, wie viel fehlt noch, bis es hier steht? In der Schmiede läuft es rein. Halt ab. Wenn es in der Schmiede reinläuft, läuft es auch vorne. Macht euch aus. Und bleibt da. Am Morgen werden die letzten Uneinsichtigen vom Bund zwangsevakuiert. Wie werten Sie denn die Situation? Wir haben eine Flut, die Sachsen noch nie gesehen hat. Es ist eine Situation, auf die wir nur in Grenzen vorbereitet sind. Uns fallen die Pegel aus. Das hier ist, oder sollte man besser sagen, war der Marktplatz von Bad Schandau. Weil nie jemand daran gedacht hat, dass das Wasser mal so hoch steigen kann. Früher habe ich es bezogen im März. Man hat alles neu gemacht, neue Heizung eingebaut, neue Möbel haben wir gekauft. Nun steht es 20 cm unter der Fensterunterkante. Von der Schlossbastei aus beobachten Schandauer, wie die Elbe im engen Tal noch immer Land frisst.
Erst bei unvorstellbaren 12 Metern verharrt der Pegel. Haben wir immer mal geguckt, ob es noch steigt. Und jetzt haben wir gerade gesehen, also bis an die Decke ist unsere Wohnung abgesoffen. Eine Begegnung in Dohna, südlich von Dresden. Es ist mein Haus. Ich will hier wieder einziehen und man fängt bei Null an. Muss jeder mit anpacken. Ich mache so gut wie ich kann mit. In Dohna schrumpft die Müglitz zurück ins alte Bett. Die Menschen scheinen zu wachsen. Also er ist jetzt mit seinen 3 Kindern bei uns zu Hause. Und damit hat er erstmal wieder ein Dach über dem Kopf. Und solange, bis das hier alles in Ordnung ist, seine Frau ist im Krankenhaus in Pirna mit dem Säugling, haben ja 4 Kinder. Das ist ein ganz schönes Brot, was sie da zu tragen haben. Und der Nachbar hat uns stark geholfen, schon gestern. Ohne die Nachbarschaftshilfe würde das nicht funktionieren. Morgen, hört man, erreiche die Elbe in der Landeshauptstadt ihren Scheitel. Da unten der Deichbruch in Höhe Zeitheim, kurz vor Riesa. Ein riesen See ergießt sich hier. Es sieht eigentlich aus, als wäre man mitten in Mecklenburg. Das Elend schwimmt elbabwärts. Der Deich von Loswig bei Torgau. Gestern waren wir von 6 bis Nacht 3 auf die Beine. Heute früh waren wir 6 schon wieder hier. Haben Sie denn jetzt hier aktuelle Informationen? Oder? Es gibt überhaupt keine Informationen in Torgau. Es geht alles drunter und drüber. Keiner weiß, was los ist. Die Bürger werden entweder falsch oder gar nicht informiert. Auch in und um Dresden versuchen sie, die Dämme zu halten. Helfer aus allen Ländern. Diese stammen aus Ruhla, Thüringen. Wir können doch die Leute hier nicht einfach absaufen lassen. Das ist. Da muss man schon hoch. Vielleicht kannst du uns einmal anders treffen da unten. Da sind wir auch froh, wenn welche kommen. Am Ende der Belastbarkeit. Das versunkene Herz von Dresden. Der Direktor der Gemäldegalerie in seinem Zwinger. Ich habe hier Dresdner weinen sehen und wir sind alle nicht weit davon entfernt. Das Schloss Pillnitz verkommt zum Wehr im Wasser. Nie für möglich gehaltene 9,40 Meter beträgt der Pegel im nahen Dresden. Kahnfahrt durch die Altstadt von Pirna. Der Bürgermeister. Da sind wir davon ausgegangen, der Pegel kommt und geht wieder, aber durchs Gefälle in der Stadt gibt es Strömungen, was das sozusagen im Untergrund für die Straßen, für die Kanalisation, für die Medien mit sich bringt, wissen wir nicht. Und was es für die Gründung der Häuser nach sich zieht, wissen wir auch noch nicht. Und wir haben gesehen, wie hier die Einwohner von Pirna auch um ihre Stadt gekämpft haben, vor allem um ihre Altstadt. Aber es ist hier so gewesen wie überall, keine Chance im Kampf Mensch gegen Natur. Das schnürt einem regelrecht die Kehle zusammen, wenn man von hier oben auf dieses ganze Elend, auf diese Katastrophe hinunterschaut. Jetzt nähern wir uns Dresden. Wir sehen hier das blaue Wunder. Gott gibt's, dass es stehen bleibt, dass es hell. Es wurde ja lange befürchtet, dass hier eventuell sich eine ganz große Katastrophe anbahnt, wenn nämlich diese Brücke hier auf Reisen geht. Meisten von ihr haben wir gestern berichtet. Und wie hoffnungslos der Kampf gegen die Fluten natürlich auch für die Meißner gewesen ist. Wir würden uns mit diesen schrecklichen Bildern, die einem wirklich den Hals zuschnüren, verabschieden und zurückfliegen nach Dresden. Elbflorenz ganz unten, das Wasser obenauf. Der sächsische Innenminister Horst Rasch, der hat ständig Kontakt zum Krisenstab. Haben Sie denn letzte Informationen, was eben den Pegelstand betrifft? Ja, es ist tatsächlich so 9,40 Meter. Der wird jetzt relativ lange anhalten. Aber das ist nun das Ende. Dann wird es ein allmähliches Abschwellen dieser Fluten geben. Erst dann wird die Not in ihrem Ausmaß deutlich. Zum Beispiel Döbeln. Vom letzten Hemd und einem Plüschtier. Also wenigstens was im Körper tragen kann. Aber halt Möbel, alles kaputt. Was will man machen? Man kann hier hoch. Ja, mein Chatty haben wir noch. Er wird am 24. auf 20 Jahre alt. Den habe ich seit meiner Geburt und bin ganz froh, dass ich den noch habe. Thank you.
Wir sind über Schloss Pillnitz. Und hier kann man vielleicht ganz gut erkennen, dass der Pegelstand wirklich sinkt. Ja, und hier an den Stufen am Terrassenufer, da kann man eigentlich am besten sehen, wie die Elbe zurückgeht. Wehlen, Sächsische Schweiz. So sehen fallende Pegel aus. Die Dramatik wird sich dann einstellen, wenn die teilweise viele hundert Jahre alten Häuser mit Lehmziegeln gebaut, Holzbalkendecken, völlig durchfeuchtet, durchweicht, nie wieder für einen Bezug freigegeben werden können. Das wird die große Tragik wahrscheinlich werden, die sich dann erstmal einstellt. Man trinkt Wasser. Aufwärts. Vielen Dank. Alles klar. Feuchtfröhlicher Helfer im abgesoffenen Meißen. Man muss aus nichts was machen, ich will jetzt einen Kuchen backen auf den Grill, ne? Ja, wir kommen dann zum Essen vorbei. Ja, ich starte dich ein. Einen Kaffee mache ich dann auch noch. Die Bundeswehr bei Bitterfeld. Wasser kennt keine Ländergrenzen. Bitte verlassen Sie Ihre Wohnung und kommen Sie dorthin. Es gibt dort ärztliche Versorgung, es gibt dort Betten, es gibt dort etwas zu essen. Die alte Geschichte und neues Leid. 4 Millionen sind direkt von der Flut betroffen, Hunderttausende auf der Flucht. Die Schäden gehen in die Milliarden. Selbst weltgewandte Politprofis ringen um Fassung. Ein Pfarrer und EU-Kommissar Prodi in Wesenstein. Sie haben 12 Stunden auf dieser Mauer gesessen und alles ist zerbrochen. Die rechte Mauer, die linke Mauer, das Dach weggeschwemmt. Und die Leute haben dann die Fenster zugemacht, als sie das gar nicht mehr hören konnten, dieses Schreien. Wesenstein ist ein Schicksalsort der großen Flut. Die Menschen erzählen von vermissten Nachbarn. Sie wären noch einmal ins Haus gegangen und wollten noch was holen und dass die Flutwelle gekommen. Ich weiß nicht, schreit's nur noch. Beim DAK-Suchdienst. Gewiss ist oft nur die Ungewissheit. Hören Sie, habe ich jetzt leider nicht gefunden. Wir bekommen aber stündlich neue Listen. Da kann es sein, dass Sie dann damit dabei sind. Die Moral dieser Tage handelt von Solidarität. Wie der Mensch sich menschlich zeigt. Ich habe viele Anrufe gehabt. Betroffene, die können ihre Kinder, 50 Kinder bieten mir, die können in Heim, 10 Tage im Heim untergebracht werden. Der Wahnsinn. Eines der letzten in Dresden noch funktionierenden Krankenhäuser ist das St. Josef Stift. Unten pumpt die Feuerwehr, oben wird Leben geboren. Die haben natürlich gejubelt und wussten, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, hier diesen Einsatz zu fahren. Tja, dann ging es in 2 Krankenwagen mit Polizeieskorte über die Brücke. Und seitdem ist sie hier wohlversorgt. Er hat eben als erste Geräusche so Hubschrauber und Tatütata kennengelernt. Und das war schon relativ eigenartig, also so wie man ja eigentlich das nicht will in den ersten Stunden. Seit Montag, dem ersten Tag der Flut, kamen im St. Josef 23 Babys zur Welt. Das ist einfach phänomenal, was das Team hier geleistet hat. Das kann ich nicht beschreiben. Das ist unglaublich und sind wir total dankbar darüber. Wir haben jeden Tag fürs Team hier gebetet und das ist alles bestens gekommen.